Ja, hallo zusammen. Wie einige wahrscheinlich mitbekommen haben, habe ich meine Xbox ein wenig modifiziert. Dazu schmeiße ich das gute Stück mal direkt an und dann werdet ihr auch schon sehen, was gemacht worden ist. Ja, zuerst fällt halt oben auf das Evo X Logo. Deutet halt darauf hin, ich mache jetzt meinen Ton ein bisschen lauter. Warum auch nicht? Das Evo X Logo, das ein anderes BIOS drauf ist. Und da sehen wir auch schon, das Dashboard ist auch anders. Anderes BIOS, warum? Ich habe die Konsole bekommen, da war ein Softmod drauf. Softmod heißt, man kann mit der Konsole ein anderes Dashboard aufsetzen, Sicherheitskopien spielen, Kopien aus anderen Regionen spielen und halt entsprechend auch Spiele auf der Festplatte installieren. Ist schön, braucht man keine CDs mehr wechseln, keine DVDs mehr wechseln, hat nur einen Nachteil. Die Platte, die original in der Xbox drin ist, hat 8 GB. Das ist nicht viel. Das reicht nicht wirklich aus. Was macht man? Klar, man kann beim Softmod natürlich auch eine andere Festplatte einbauen. Muss dann entsprechend, weil die Festplatte halt einen sogenannten Key hat, die ist halt gelockt von Microsoft, direkt an die eine Konsole gebunden, muss man diesen Key auch auf die neue übertragen. Ja, Bildschirmschoner, einmal kurz weg. Problem bei einem Softmod ist dann, wenn man eine andere Platte drin ist, geht die Platte kaputt. Und hat die Originalplatte nicht mehr mit dem Key. Ja, hat man einen großen schwarzen Ziegelstein. Was macht man da also? Variante 1 wäre ein Modchip einzubauen. Damit braucht man keinen Key mehr auf der Festplatte haben. Hatte ich auch vorgehabt. Gab irgendwie Probleme, entweder war der Chip kaputt gewesen, war halt ein gebrauchter, oder er war entweder gar nicht geflasht gewesen oder verkehrt geflasht gewesen, ich weiß es nicht. Ich kam damit halt nicht wirklich voran. Hab dann also Möglichkeit 3 gemacht, den T-SOP, der direkt auf der Xbox drauf verlötet ist, direkt zu flashen und da ein anderes BIOS reinzusetzen. Ist eigentlich relativ einfach. Einzige, was man dazu halt braucht, ist, man muss erstmal einen Softmod auf der Konsole drauf haben, um Sicherheitskopien abspielen zu können. Warum? Dazu komme ich gleich noch. Und man muss auf der Platine halt ein paar Lötpunkte verbinden. Ist an sich nicht schwer. Ich hatte da ein bisschen Probleme gehabt mit meinem, ja, Brateisenlötkolben. Das ist halt ja so ein ganz billiges Teil aus dem Baumarkt, aber habe es dann dennoch hinbekommen. Ja, wenn ihr dann die Lötpunkte miteinander verbunden habt, dann zieht ihr euch aus dem Internet, zum Beispiel die Slayer CD, um halt dementsprechend das BIOS zu flashen und könnt dann halt ja, BIOS flashen, die neue Festplatte vorbereiten, die alte ausbauen, die neue rein. Ja, was habe ich sonst noch gemacht an der Konsole? Ich habe natürlich, wo wir gerade das Teil schon mal offen hatten, hinten den 60 mm Lüfter entfernt und durch einen 80 mm Lüfter ersetzt. Hat den einzigen Grund, das 60 mm Teil, um halt genauso viel Luft zu befördern wie ein 80er Lüfter, muss er halt wesentlich schneller drehen und ist damit auch wesentlich lauter. Also alter raus, neuer rein, ist kein großer Akt. Ein bisschen was im Laufwerkskäfig von der Festplatte muss halt abgedremelt werden, aber ansonsten passt das. Ja, habe ich sonst noch irgendwas gemacht? Ich hatte. Auf der Platine ist noch ein Kondensator drauf, der halt die Speicheruhr am Leben hält, wenn die Konsole vom Netz getrennt ist. Der war ausgelaufen, den habe ich runtergelötet. Gab da ein bisschen Probleme, weil sich das Zeug halt schon ein bisschen eingefressen hatte. Und habe da halt erstmal anstelle des Kondensators zwei Käbelchen befestigt, wo halt dann eine kleine Lochrasterplatine drauf kommt mit einem Knopfzellenhalter, einem kleinen Kondensator, einer Diode. Um das Ganze halt entsprechend ja, nie wieder auftreten lassen zu müssen, wenn mal so ein Elko platt ist. Einfach, ja, man braucht jetzt nur noch die Knopfzelle wechseln. Nach dem T-SOP-Flash kann man halt ein anderes Dashboard draufsetzen. Ich habe mich jetzt hier ganz klassisch für XBMC entschieden. Ich weiß nicht, ob ich das Teil noch als Mediencenter nutzen werde und halt Videos und Musik drüber abspielen lassen werde. Da muss ich gucken, eigentlich so ein Raspberry Pi ist für Musikwiedergabe dann doch ein bisschen besser, allein was die Stromaufnahme angeht. Ist so eine Xbox halt doch. Es ist eine ältere Technik, das Ding verballert halt ein bisschen mehr. XBMC, was können wir hier machen? Wir können Programme installieren, man kann Videos angucken, entweder auf der Festplatte oder über das Netzwerk streamen, genauso wie Musik, Bilder und hat halt eine Wetter-App,
App noch, wenn das ganze Teil mit dem Netzwerk, dem Internet verbunden ist. Momentan, ja, Hochsommer in Duisburg, sonnig, lokal 31 Grad um ja, 21:30 Uhr. Ich schwitze mir in der Bude den Ast ab. Programme, was heißt Programme? Was haben wir an Programmen da? Es gibt diverse Apps. Was habe ich an Apps installiert? Ava Lounge ist ein, ja gut, ich habe noch ein paar andere Dashboards drauf. Ava Lounge. DVD to Xbox, damit könnt ihr halt eure eigenen Xbox-Spiele, die ihr habt, auf die Festplatte kopieren. Evo X noch ein Dashboard, das alte Microsoft-Dashboard ist auch noch drauf. Warum man das auch noch immer brauchen sollte. PAL NTSC ist ganz schön, damit könnt ihr nämlich die Konsole, wenn ihr eine PAL-Konsole habt, in den NTSC-Modus wechseln. Ihr fragt natürlich, warum solltet ihr das machen? Ihr habt noch einen Modchip, da könnt ihr NTSC-Spiele spielen oder habt einen TESO-Flash, könnt ihr NTSC-Spiele spielen. Ganz einfach, im NTSC-Modus könnt ihr 720p oder 1080p, also HD, aktivieren über ein entsprechendes Komponentenkabel. Geht bei PAL-Konsolen so nicht. Ja, Unleash X ist drauf, XBMC, halt das Dashboard ist drauf, an Apps, das war es auch immer, was ich hier habe. Mehr brauche ich da eigentlich auch nicht. Ja, Emulatoren, das Ding ist ja eigentlich ein PC, jedenfalls relativ nah an einem PC dran von der Hardware-Architektur. Da habe ich halt so ein paar Sachen drauf. Atari 7800, ColecoVision, Amstrad CPC und so weiter. NES, ZX Spectrum, CoinOps habe ich drauf für die ganzen Arcade-Klassiker. PC Engine, Master System, Mega Drive Genesis. Noch ein anderer NES-Emulator. C64, N64, Nintendo 4, Super Nintendo, PlayStation, Atari Jaguar, Atari ST. Amiga-Emulator und ein Game Boy Advance-Emulator, noch ein Super Nintendo und ein Atari 2600-Emulator. Läuft, ich habe bis jetzt den Game Boy Advance-Emulator ausprobiert, da ist ein bisschen das Seitenverhältnis komisch, da ist links irgendwie was abgeschnitten, da muss ich nochmal in den Einstellungen gucken. Der Super Nintendo-Emulator läuft einwandfrei, ich habe jetzt den ausprobiert. Erste Sahne, kann man nichts sagen. N64 probiere ich noch aus. Ja, da haben wir noch Games. Halt meine Spiele, die ich halt schon von der CD direkt auf die Xbox gerippt habe. Hab jetzt nicht so viel. Dauert auch relativ lange, um die ganzen Dinger darauf zu packen. Was kann man sonst noch machen? Quelle hinzufügen können wir beim Programm zum Beispiel aus dem Netzwerk noch Programme installieren. Ansonsten nehmen wir mal Videos, da habe ich halt nichts auf der Platte drauf. Ich habe halt drei Partitionen, beziehungsweise vier Partitionen auf der Platte. Und halt auch über das Windows-Netzwerk oder andere Netzwerkquellen, über das Netzwerk noch Videos streamen, ebenso wie Musik oder Bilder. Mal die Wetter-App, da will ich nochmal kurz in die Einstellungen reingehen. Schön, was wir hier halt haben, wenn wir eh den größeren Lüfter eingebaut haben. Nehmen wir hier haben wir ein System. Wir können entweder die Lüftergeschwindigkeit manuell einstellen. Das heißt, wir können den Lüfter halt noch weiter runterdrosseln, als er eh schon im Vergleich zum 60 mm von der Geschwindigkeit her läuft. Oder wir können die Lüftergeschwindigkeit über die CPU-Temperatur regeln, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe jetzt hier eine angestrebte CPU-Temperatur von 45%, von 45 Grad. Entschuldigung. Ja, da komme ich halt nie hin, aber ich finde halt, man sollte so einen Prozessor halt nicht wirklich dauernd heiß laufen lassen, auch wenn der für höhere Temperaturen eigentlich ausgelegt ist. Und eine minimale Lüftergeschwindigkeit habe ich von 60% eingegeben. Das heißt, zumindest 60% hat er immer seine volle Drehzahl. Ich halte mal kurz die Klappe, dann könnt ihr mal was hören. Falls ihr was hört. Ja, ist, man hört er schon auf 60%, aber ich finde beim Zocken geht es eigentlich noch. Gehen wir mal kurz in die Festplatte rein. Könnt ihr noch Abschaltzeit und so weiter eingeben. Ansonsten. Der Dateimanager, ich habe halt die C-Partition, die Systempartition. Ein E-Laufwerk habe ich, da sind auch ein paar Systemdinge drin, wie die Apps habe ich da zum Beispiel drauf installiert, auf E. Auf dem F-Laufwerk, da habe ich halt ja, die Emulatoren draufgepackt und halt die Spiele draufgepackt. Ja, G-Laufwerk ist frei, da sind nur die Ordner drauf. Warum ist das frei? Ich habe versucht, halt die Festplatte zu formatieren, ohne die G-Partition, nur mit der größeren F-Partition. Eingebaut ist eine 160 GB Platte. Wollte er nicht. Da fehlten mir irgendwie immer 20 GB.
rumgetüftelt mit verschiedenen Programmen, versucht das Teil anders zu formatieren oder andere Partitionen zu erstellen, löschen und wieder eine einzelne F-Partition, ging nicht. Ja, rumprobiert, halt 20 GB, die fehlten halt auf die G-Partition gelegt. Ja, läuft. Sonst bin ich mit dem Gerät relativ zufrieden. Ich hatte ja damals schon eine gehabt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Abend noch. Bis dann. Tschüss.